Willkommen zurück, Leute, zu Bravely Default. Wir befinden uns hier in den Florengärten und helfen zwei kleinen Mädchen, die sich Geisterhaarspangen besorgen wollen und der Meinung sind, die gibt es hier. Aber das ist nicht unbedingt sicher, dass es die Dinger hier wirklich gibt. Allerdings, ja, sie tun für die Mode und für die Tatsache, nicht ausgelacht zu werden, einfach alles. Ja, und jetzt können wir nur hoffen, dass wir diese Legionsmagier besiegen können, denn die sind gar nicht mal so schwach. Leider Gottes, ja, und ich glaube, wir machen auch gleich Autokampf hier nach. Also, ne, einfach einmal einstellen, dass die hier alles raushauen. Und Ringabel vielleicht sogar einmal Feurer einsetzt und ansonsten Feuer. Ja, so machen wir das. Und jetzt automatischer Kampf. Ich denke mal, das wird dann so reichen. Ist halt immer die Frage, ne? Kommst du ja. Okay, damit kommen wir locker durch. Das ist halt immer wichtig, ne? Kommst du damit im Endeffekt durch mit den Attacken, ne? Weil wenn wir dann stehen bleiben müssen und alle mal auf die Fresse kriegen, ist doof. Tomahawk, okay, krasse Sache. Ist halt nur die Frage, bringt der mir in irgendeiner Form was? Zielgenauigkeit sinkt, aber die Stärke nimmt krass zu. Wie wäre das denn bei Idia? 74 auf 80, dann geben wir das Tiswa. Ich würde schon sagen, ich weiß, die Genauigkeit, ne, nimmt ab, aber ich glaube, das ist egal, wenn wir dafür plus 18 auf der rechten Hand, wobei rechte Hand, ist das denn, machen einfach mal, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Endeffekt wirklich mehr bringt oder weniger. Oh, das Gefühl sagt mir ja 1000 PG, oh, es lohnt sich zumindest hier abzugammeln in Sachen Kohle. Das kann man sagen. Ja, das wird richtig was bringen. Das wird richtig was bringen hier. Wunderbar. 630 PG dafür erhalten, ey. Boah. Okay, also, ja, wir müssten auch vielleicht mal so bei den Jobs und den Hilfsfähigkeiten ein bisschen gucken, ob wir da was verbessern wollen. 4236 PG, das sieht doch ganz ordentlich aus. Ringabel hat nicht mehr allzu viel MP-Punkte. Das ist schlecht. Das ist schlecht, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn hier noch ein Boss kommt oder so, dann ist das sehr, sehr schlecht. Achso, hier kommen wir wieder zurück. Das ist immer, oh, diese Magiepunkte. Und das Schlimme ist halt, man macht die Kämpfe fast ausschließlich mit Magie. Oder ich. Weil es einfach am meisten bringt, gerade jetzt hier bei sowas, wenn hier fünf Allrauen sind. Ne? Das ist ja wohl klar, dass man das mit Magie macht und Herr Ringabel ist halt auch schlicht und ergreifend immer als erster dran. Was soll ich denn tun? Er ist doch immer als erster dran. Er ist halt am schnellsten. Ich will das ja auch nicht ändern. Jetzt habe ich eine Kiste aus. Ach so, kann ich eh nicht kriegen. Nein, 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 nein. Ich will da einfach durch. Aber Äther haben wir ja in letzter Zeit eigentlich auch ganz gut bekommen. Oh, da vorne ist schon der Speichertyp. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen es jetzt einfach mal. Weil dafür ist das ja da an sich, ne? Wir machen die Monsterhäufigkeit einmal kurz runter. Dann, also hochleveln kann ich jetzt vorher sowieso, kurz vorher sowieso nicht mehr. Aber ich hätte ganz gerne, naja, die Kisten eben eingesammelt. Und dann würde ich auch ganz gerne mit dem Boss kämpfen. Und noch ein bisschen MP bei Ringabel haben. Das wäre schon sehr geil. Gähnendes Tengu, das ist eigentlich auch nichts zum Anlegen, oder? Okay, damit haben wir alles. Damit haben wir alles. Dann mal kurz wieder die Taktik umändern. Nein. Hallo? Einstellung, Mann. Das ist immer gar nicht so einfach. Monsterhäufigkeit, zack, zack, wieder auf normal. Speichern und dann haben wir jetzt Boss-Time, oder? Dürfte so sein. Okay, nochmal kurz heilen hier. Ja, komm. Gönn's dir jetzt halt richtig. Weil Tis-Magie-Punkte, die sind einfach auch unwichtig. Nein! Wie klar war das denn? Was haben wir? Drei davon, okay. Und sie darf natürlich zuerst. Ja, ist ja gut, entspannt euch. Ja, dann ist auch ganz gut, dass wir jetzt voll draufkloppen, weil
Ja, ihr seht's ja. Hallo, geht kaputt. Okay, das wird reichen. Für die Alraun kriege ich fast das Doppelte von allem. Und die sind... Ja, okay, das sind dann auch 6 oder so, aber die sind viel einfacher. Gibt's doch nicht. Objekt. Dürfen wir den Jungen hier schon wieder... Ja, nee. Nee, wir sparen. Tiss. Ja, aber was mache ich jetzt mit Ringabel? Leute, was mache ich jetzt mit Ringabel? Gebe ich dem direkt einen Äther? Ich muss ihm einen Äther geben. Es hilft gar nichts. Wir haben auch 8 Stück. Das ist eigentlich schon... Ja, das ist das Minimum, das er braucht. Das ist einfach eine Tatsache. Autokämpfe schon mal aus, weil wenn der Boss gleich kommt, will ich da nicht losbieten. Sondern lieber gucken, was ich tue. It's beautiful. It's a flurry. There are a whole bunch. Huh? What? Stop it! That's mean! You can't! Are you giving me an order? Only my sister gives orders. Only she. These fairies are incredibly important to Florim's people. How can you do this? We came all this way so a Flory would give us a hairpin! Why are you sad, child? The thing you seek is right here. Take their wings. What? Flory's wings? Oh, yes! That's what the hairpins are made of! The beautiful wings of the beautiful little fairies you worship. Torn from their little bodies, while they make the most adorable screams. They glow, you know. For a brief moment, the wings glow, and then... Never again. They cloud over, sullied forever. I can think of nothing so beautiful. It's quite... addictive. Then it's your poaching that's behind this. All for what? Money? Has the Blood Rose Legion's purpose always been so pathetically base? You've always been this way. Full of platitudes, happy lies. Always so pretty. So pretty you reek of rot and decay. Keep away, Idea. All humankind is dirty. A fine pack of filthy pigs. There is no real beauty, save my sister. All but her are tainted, impure! Have a look there, those innocent girls. Hey, let's go! No, you! You already took two more than me! Stop it, you two! They seemed inseparable until a moment ago. Is this your aim? Why are you doing this?
question. Playing with their love, corrupting it. It feels wonderful. Look at the little creatures. This is their true form. Their desire to shroud themselves in beauty only reveals the ugliness inside. And whence that desire? The very object of it. The wings. The spirit's wings secrete a curious substance, invisible to the eye but to the nose. Each breath of it dulls the mind, stirs up desires, makes a person selfish and murderous. Those girls' fight won't end until one lies bleeding. That's monstrous. That girl with you, Idea. That is the Wind Vestal, is it not? Just how long do the two of you intend to feign trust? How long till the facades drop? What will it look like, I wonder? The moment all the little platitudes that hold you locked together start to crumble. Show me! Quickly, quickly! Let me see your end. Schon ein bisschen krank, aber was soll's. Damit kriegen wir die Beschwörerfähigkeit, oder wie sehe ich das, hä? Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Ich würde sagen, Idea haut ein Spezial... Nee, wobei noch nicht. Macht sie noch nicht. Wir defaulten erstmal komplett. Ja, wir defaulten erstmal komplett. Ja, und dann wollte ich die Geschwindigkeit auf zumindest mittlere Stufe stellen. Wir defaulten auch nochmal. Und das in Ruhe hier machen kann, würde ich sagen. Also, bis hierhin zumindest. Boah, da war er schon beinahe stark, wa? Okay, jetzt legen wir richtig los. So, Mephilia. Stampfen soll ich im besten Fall nicht machen, wurde mir gesagt. Denn dadurch wird die Abwehr um 25% geschwächt. Deswegen lasse ich das auch erstmal. Kiss Brave dann einfach auch mal los. Kloppt ordentlich drauf. Bei dir ist es ähnlich, nur dass du Vitra einmal benutzt. Und ansonsten Feuer, Eis und Blitz, einfach weil ich es wissen will. Und der gute Ringabel, der die wollte ich jetzt trotzdem einfach nochmal, weil ich da genau wissen will, was gegen sie stark ist, damit ich es als Monster-Version auspacken kann. Okay, Vitra ist sehr gut. Feuer, okay. Eis ist kein Schwachpunkt. Blitz ist auch kein Schwachpunkt. Es gibt keinen Schwachpunkt, okay. Na dann, Abwehr 75% nur noch. Ja. Und der Tomahawk scheint sehr gut zu sein, oder? Darf ich das jetzt mal so sagen? Denke schon. Hey, jetzt ist es blöd, einen Default zu setzen. Während wir gerade hier hauen und schlagen haben, ne? Das ist natürlich so die Sache. Aber ich will auch nicht... Ich möchte auch nicht alles rausspammen, tatsächlich. Ah, oh, ist schwierig. Okay, er kann ja jetzt voll draufhauen. Dann sage ich einfach mal Feurer. 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 Kann ich überhaupt nochmal Feurer einsetzen? Ich weiß es gar nicht. Bin übervorsichtig und mach mal Eis. Boah, 600. Boah, das knallt richtig rein. Das knallt richtig rein. Oh, sie ruft sich Soldaten zur Hilfe. Aber das wird ihr nicht helfen. Das wird ihr nicht helfen. Ich würde sagen, jetzt machen wir hier wieder Default ohne... Na, wobei es lohnt sich auch wieder nicht. Was machen wir denn? Was machen wir denn, oder? Doch, lohnt sich. Doch, das lohnt sich. Weil wir kriegen bestimmt ziemlich auf die Fresse. Wir kriegen bestimmt ziemlich auf die Fresse.
Ja, kriegen wir tatsächlich. Oh, fuck, was machen wir denn jetzt? Supertrank auf Idia. Der Rest weiterhin Default. Okay, Tis schützt sie, Gott sei Dank. Ja, okay, das ist zumindest insoweit okay, dass wir weiter Default machen können. Ja, dann würde ich sagen, scheiß drauf, wir hauen alles raus. Und hier in diesem Fall alles auf... Nein, 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 nein. Nein! Tis, Alter, mach mal keinen Scheiß jetzt. Ihr schlagt alle sie. Du, mein gutes Mädchen, fängst mit Vitra an. Und machst das sogar zweimal sicherheitshalber. Ja, sicherheitshalber ist das so. Dann noch zweimal... Blitz auf alle und ja. Ja, Ringabell, was machen wir mit dir? Ah, nochmal, Äther, ey. Ich kotze. Ein bisschen kotze ich da, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber was soll ich denn machen, ne? Ja, aber er kann danach ja wieder Feuer einsetzen. Von daher ist es okay. Alter, jetzt tötet ihn bloß nicht. Na komm schon. Die immer noch nicht down. Oh. Nein. Okay, das ist eine zu starke Attacke. Darf ich das mal so sagen? Das ist eine zu starke Attacke. Die killt mich instant. Die Attacke killt mich instant. Naja, instant kannst du nicht sagen. Wenn du volle Energie hast, geht's. Wäre Agnes vorher dran gewesen, hätte es geklappt. Das ist aber jetzt ein bisschen krass, ne? Jetzt bin ich mir unschlüssig, ob ich das überhaupt schaffen kann. Och, bitte nicht. Das ist nicht euer Ernst. Es gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Und jetzt haben wir auch noch einen beschisseneren Start als vorher. Oh nein. Och nö. Och nö, och nö. Das ist aber jetzt wirklich, wirklich doof. Ja, muss ich ja. Ich muss ja. Ich brauche da richtig Magiepunkte bei Ringabell, sonst habe ich keine Chance. Sonst habe ich da echt keine Chance, Leute. Und ja, wir können das ja überspringen hier. Das ganze Gelaber. Nein, nochmal wollte ich mir das jetzt auch nicht geben. Aber es war lang, ne? Das war echt lang, muss man mal so sagen. Nicht Auto. Überspringen, von wegen. Ja, oh fuck. Ja, ich versuch's jetzt noch einmal. Und dann würde ich sagen, die hat Stille. Das ist aber eigentlich egal, ne? Ja, das ist eigentlich ist das egal. Das sollte nicht allzu viele Probleme machen. Ich glaube, das macht sie jede dritte Runde. Kann das sein? Ich würde jetzt beinahe sagen, sie macht das jede dritte Runde. Aber ich kann mich täuschen, ich kann mich täuschen, ich kann mich täuschen. Das ist es halt. Schauen wir mal. Egal, wir machen erstmal. Genau, erstmal wieder einmal Vitra. Sogar sagen zweimal Vitra, weil wir es uns wert sind. Und ja, ansonsten halt hier Feuer ganz einfach. Und Ringabell, du machst Feuer bis in den Tod. Hilft ja alles nichts. Ich meine, nur das macht richtig Damage.
Ja, okay, die Energie sieht jetzt gut aus. Wir müssen, glaube ich, wirklich ein bisschen zusehen, dass wir immer volle Energie haben. Falls sie dann doch mal ihre Mega-Attacke bringt. Okay, und jetzt wieder Default, Default, Default und Default. Okay, jetzt ruft sie die Soldaten. Wir machen weiter mit Default. Das war die erste Runde danach. Und jetzt macht sie es in der zweiten schon. Okay. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt wieder macht. Ich weiß es nicht. Kann nur raten. Vielleicht sollten wir es... Oh, ich weiß aber nicht, ob die... Die ruft die Soldaten bestimmt danach sofort wieder. Die ruft sie bestimmt sofort wieder. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber wir sind bestimmt nicht zuerst dran. Wir sind bestimmt nicht zuerst dran. Und dann sind wir tot, ja. Wir sind mal wieder tot. Das wird doch schön. Und ich würde sogar sagen, dass wir das wieder nur auf Nephilia machen. In der Hoffnung, dass sie down geht. Oh, wir dürfen vorher heilen. Gott sei Dank. Komm schon, geh down, Mädchen. Geh doch down. Du willst doch auch down gehen. Das ist auch kein... Ach, ist doch nicht dein Ernst jetzt. Tiss, seine Verwirrtheit ist ein bisschen störend, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich kann ihn auch nicht steuern. Er macht, was er will. Ringabel ist down. Ja, das ist... Gut, das ist gut, das ist gut, 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 gut. Tiss ist aber wieder voll dabei, okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Erstmal, ja. Brave, Objekte, Phönixfeder auf Ringabel, dann Objekte, Supertrank auf Ringabel. Du machst ebenfalls Brave, haust die... Gute alte Dings raus, aber das ist eigentlich auch scheiße im Endeffekt, aber ich weiß halt auch nicht, wie ich es sonst gerade tun soll. Ich würde sagen, ja komm, nee, wir machen Default. Versuchen es erstmal so. Ringabel ist schon wieder fast down. Weil sie kann angreifen. Das wird sie auch tun. So, du musst jetzt eine Runde durchhalten, Agnes. Halte bitte durch. Ringabel, ja, weiß ich nicht. Default, mir egal. Es war so klar. Boah, wie soll das denn gehen? Ich hab doch keinen Plan. Nee, du machst... Ist doch alles scheiße, oder? Darf ich das mal so sagen? Objekte. Phönixfeder. Agnes. Objekte. Supertrank. Agnes. Objekte. Supertrank. Ringabel. Was anderes geht nicht, ne? Mehr kann ich auch nicht machen, oder? Hab ich jetzt 4 eingesetzt? Keine Ahnung. Jetzt mach halt noch einen Angriff, wenn das... So ist, dann ist das so. Fähigkeiten, Ringabel, Feurer, auf Mephilia, dann haben wir 15, 30, ja, geht nochmal. Und dann kannst du noch, okay, der zeigt mir das ja auch an, ne, der zeigt mir das ja auch an, dann kannst du noch einmal so Feuer einsetzen und, komm schon, komm schon. Die ist echt stark. Die ist wirklich verflucht. Verflucht stark. Ich würde sagen, wir machen jetzt alles. Ja, wobei, dann bin ich tot, oder? Ah, nicht zwingend, nicht zwingend. Nicht zwingend, nicht zwingend tot. Aber ziemlich wahrscheinlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Oh nein, ey. Nicht den Äther. Ich will nicht den Äther. Oh, scheiße, Mann. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Schwarzmagie. Feura. Mephilia. Schwarzmagie. Feura. Mephilia. Und Schwarzmagie. Feuer. Mephilia. Los geht's. Komm schon. Irata Blue. Gib ihr. Sie ist down. Ich fass es nicht. Und er überlebt es nicht. Nein. Ah, es ist gut. Das ist jetzt richtig gut. Immerhin habe ich meine Items jetzt wieder. Sehen wir das Positive, oder? Ja, also ich würde jetzt einfach mal so sagen, ich verpinkel mich hier mal. Und wir machen im nächsten Part erstmal wieder ein bisschen was Normales. Und ich werde dann irgendwann einfach hier wieder hinspielen. Und ja, wenn ich dann hier hingespielt habe, dann machen wir den Kampf halt wieder und sind ein bisschen stärker. Und wenn wir noch einen Tacken stärker sind, denke ich auch eigentlich, dass das ziemlich problemlos machbar sein müsste. Ich denke schon, Leute. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.